Hallo und willkommen, ich bin Amiga 3 und wir haben keine Zeit. Auf geht's! Vielleicht noch zwei, drei Worte hier gerade zum Anfang rauszuhauen. Natürlich könnte ich euch lange jetzt erzählen, was die letzten Wochen passiert ist, aber stellt euch folgende Situation vor: Ihr seht einen Unfall in Zeitlupe an euch vorbeischreddern. Und ihr könnt nicht weggucken. Effektiv ist das passiert. So, um es kurz zu machen, war das die Geschichte. Und da das Event fast zu Ende ist, will ich eine Kleinigkeit kurz hinweisen. Weil wir haben ja dieses Snow Realm Peregrination. Was auch immer das jetzt gerade nochmal heißt. Aber ja, wir kämpfen uns natürlich in diesem Event wieder durch diverse Missionen durch, bis zu B3, auf schwer bis D3 und natürlich mit der Spezialmission extra Punkte abzustauben. Alles wie gehabt, hätte ich fast gesagt, wie x Evente vor uns. Allerdings gibt es eine Kleinigkeit, die eher selten ist, denn ja, natürlich hier auch wie immer ein Event-Shop. Allerdings gibt es hier ein spezielles Schiff raus. Das ist ein Metaschiff. Und natürlich, wie immer bei Metaschiffen, wir bräuchten eigentlich ja Kopien von diesen, beziehungsweise eben diese Edelsteine, diese speziellen Teile hier, eben um Metaschiffe, diese Meta-Crystals, um dieses Schiff auf maximale Stufe zu bringen, beziehungsweise eben Limit zu breaken. Deswegen denkt dran, dass ihr diese Dinge auf jeden Fall alle mitnimmt, sonst könnt ihr dieses Schiff unmöglich auf Maximum kriegen, zumindest auf lange Sicht. Also Level 125 wird ein bisschen trick, wobei, warte mal, ich überlege gerade, aber Metaschiff funktioniert dann anders. Aber zumindest kriegt ihr nicht die maximale Sternanzahl, das ist vielleicht das Richtige. Ja, maximale Sternzahl wird damit sonst ein bisschen sehr viel schwieriger. Und die Knarre habe ich mir noch mitgenommen. Davon abgesehen, dass das jetzt ein Metaschiff ist, kann das Schiff überhaupt was? Ist überhaupt diese Investition von diversen Tausend, von dieser Event-Ressource überhaupt nötig? Lass uns mal einen Blick drauf schmeißen, weil ich denke, das ist eine wichtige Sache. Und damit bin ich mal ganz kurz rübergesprungen, eben auf die offizielle Seite, gerade bei dieser Event-Übersicht. Und das sind eben die Schiffe, die auch aufgeschlagen sind. Ausgezeichnet, wie wir in der Mitte schon sehen können. Du bist auf jeden Fall eines der Metaschiffe, ja. Was eher doch selten ist, ob man bei so Events Metaschiffe kriegen kann. Und ich könnte mich vertun, das erste Schiff kommt mir tatsächlich bekannt vor, obwohl ich glaube, dass es im Event zum ersten Mal dabei war. Ich könnte mich vertun, aber es gibt dummerweise ein paar andere von denen hier, die dummerweise fast identisch aussehen. Die Namen schenke ich mir wie immer bei russischen Schiffen, weil ich kriege die eh nicht ausgesprochen. Deswegen fahren wir einfach mal mit dem Battleship? Ja, mit dem ersten Schiff hier an. So, hier haben wir natürlich ein Battleship am Start vom Northern Parliament, ausgezeichnet. Wir sehen sie hier ganz klein, hier in der Mitte, ausgezeichnet. Gleich mal einen Blick eben drauf schmeißen, was kann sie überhaupt? Und seht ihr, ich habe tatsächlich ein Problem. Der Text passt tatsächlich nicht komplett hier hin. Fahren wir lieber einfach oben an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ihr erster Skill wäre Sublimination to Sunder All Storms. Jedes Mal, wenn dieses Schiff das Hauptgeschütz nachgeladen hätte, haben wir bis zu 100% Chance eben, dass es Special Barrage gibt. Das ist schon mal fein. Und alle getroffenen Ziele kriegen für die nächsten 6 Sekunden eine der folgenden Effekte. Zum Beispiel 40% weniger Speed. Die ganzen getroffenen Ziele kriegen bis zu 8% mehr Schaden. Oder dass von ihr einfach die Crit-Chance raufgeht und bis zu 10%. Okay. Trotzdem interessant. Gerade bei dem ersten Effekt natürlich könnte man sagen, vielleicht lieber ein Geschütz nehmen, was schneller nachlädt. Wäre vielleicht eine Idee. Und Zuskill wäre Irradiance to Extol Solitary's Glory. Wenn der Kampf anfängt, kriegen alle Northern Parliament Schiffe Feuerkraftbonus und Torpedoangriffskraftbonus, als auch die Flieger kriegen Bonus, nämlich bis zu 15%. Und solange es am Leben ist, gibt es einen Bonus, dementsprechend wie eben die Main Fleet aufgebaut ist. Mit 2 Flugzeugträgern, leicht oder normal, ist ja voll egal, gibt es eben Bonus auf Treffergenauigkeit, nämlich bis zu 10%. Und eben Bonus auf den Schaden von bis zu 10%. Sollten jedoch da irgendwelche Battleships und Battlecruiser allerdings nur in der Flotte rumvegetieren, also 2, dann hat die Main Fleet eben Bonus auf Crit-Chance und Nachladegeschwindigkeit und eben den Schaden, der angerichtet wird, von nämlich bis zu 10%. Und das hat man aber auch selten, ne? Dass wir für 2 verschiedene komplette Flottenideen, in Anführungsstrichen, zumindest von der Main Fleet, da so einen Bonus verteilen jeweils. Wurde nie so klar beschrieben, sagen wir mal so. Und der letzte Skill wäre Adamantine. The Walls of Forts Impregnable. Impregnable? Wait, what? Wenn sie mit anderen Northern Parliament Schiffen in der gleichen Flotte ist, wird der Brandschaden für die Northern Parliament Schiffe um bis zu 15% reduziert. Und sollte eine andere Flotte sich in Kampf bewegen und sie eben noch am Leben sein sollte, dann tut sie eben nach 18 Sekunden nach Beginn des Kampfes dort eben eine Special Support Barrage mit reinjagen. Und getroffene Ziele haben eine niedrige Crit-Chance mit Torpedos, bis zu 20%. Und generell der Schaden, den sie anrichten, wird um bis zu 10% reduziert. Okay.
Dann gehen wir zum Zerstörer vom Northern Parliament. Ausgezeichnet, sehr offensichtlich hier zu erkennen. Schön, schön. Mensch, das ist tatsächlich ein bisschen übersichtlicher an Skills. Der erste wäre nämlich The Strength of Gentle Sunlight. Zuerst einmal wird die Feuerkraft von diesem Schiff bis zu 15% erhöht und so langsam Leben ist, regeneriert sie alle 10 Sekunden von der kompletten Vanguard-Flotte 1% deren maximalen Lebenspunkte, was ziemlich cool ist am Ende des Tages. Und wenn das allererste Mal dieser Effekt ausgelöst wird, wird von diesem Schiff auch noch der angerichtete Schaden um bis zu 12% erhöht und der Effekt hält bis zum Ende des Kampfes. Cool, sehr cool. Zusatzgewehre Firepower Overload. Wow, das ist der völlige Würfelskill, würde ich mal gerade sagen. Denn wenn der Kampf anfängt und sich noch ein anderes Northern Parliament Schiff eben der gleichen Flotte aufhalten sollte wie sie, dann gibt es eben einen Bonus, nämlich Buff von Max Firepower. Alle 20 Sekunden haben eine bis zu 60% Chance. Da es von diesem Schiff die Feuerkraft bis zu 40% erhöht wird für die nächsten 10 Sekunden. Und alle 10 Sekunden haben wir eine 70% Chance, dass wir eine Special Barrage rausjagen. Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Und sollten wir eben damit auch noch einen Gegner versenken sollen, gibt es direkt eine zweite Barrage hinterher. Das kann aber maximal scheinbar nur zweimal passieren und dann habt eine 5 Sekunden Cooldown. Interesting. Ansonsten haben wir noch ein All-Out Assault. Schön übersichtlich, würde ich sagen. Und jetzt zum Metaschiff, was natürlich zur Metafraktion gehört, wie alle Metaschiffe, muss man an der Stelle gerade sagen. Und mittlerweile haben wir so viele Metaschiffe, ich müsste wirklich langsam anfangen, Metaflotten aufzubauen, was ich bis dato noch nicht wirklich getan habe. Aber ja, hier muss ich scrollen. Hier muss ich wirklich scrollen gleich. Gut, fangen wir erstmal mit dem ersten Skill an. Der Skill wäre Shattered Solidarity. Es ist beinahe ein All-Out Assault, weil ab einer gewissen Anzahl von Schüssen haut sie eben eine Special Barrage raus. Allerdings gibt es noch einen Bonus auf den Schaden, je weniger Lebenspunkte sie hat. Nämlich bis zu 20% mehr Schaden. Wobei, es wird nicht gesagt, wie wenig Lebenspunkte man haben muss. Ich nehme mal kurz, bevor das Schiff abnibbelt, gibt es die 20% erst. Aber es ist eine interessante Idee. Der Zuskill wäre Undying Light of the Imperia? Hier. Wenn dieses Schiff Schaden kriegen sollte, haben wir eine bis zu 15% Chance, dass wir eben Glory of the Past kriegen für die nächsten bis zu 10 Sekunden, wie es aussieht. Und solange sie eben diesen Buff hätte, erhöht die Feuerkraft sich von dem Schiff und der Torpedo-Angriffswert nämlich bis zu 20% und sie tut allen Angriffen ausweichen, hat allerdings 20 Sekunden Cooldown zwischen Aktivierungen. Das kann trotzdem ziemlich cool sein, weil effektiv heißt es, mit Ausnahme von Brand natürlich, anderen lustigen Effekten über Zeitschaden machen. Sie kann wirklich für eine kurze Zeit tatsächlich überhaupt nicht getroffen werden. Aber 10 Sekunden ist eine lange Zeit. 10 Sekunden sagen, ja, ihr könnt auf mich schießen, aber mich nicht treffen, ist ziemlich cool. Der dritte Skill wäre Intertwining Memories. Erhöht von diesem Schiff die Feuerkraft und Treffergenauigkeit bis zu 10% und alle 20 Sekunden für 10 Sekunden wird die Geschwindigkeit von allen Gegnern in Reichweite von 55 Units und bis zu 20% reduziert. Das Einzige, was ich immer noch nicht weiß, ist diese 55. Also, nimmt die Units. Wie weit muss ich mir das vorstellen auf dem Bildschirm, was eine Unit ist? Ist das eine Schiffslänge oder wahrscheinlich nicht? Ich habe davon mal abgesehen. Dann haben wir noch Flickering Light und dann halt der Schiffsname. Ausgezeichnet. Im Endeffekt ist es ein All-Out Assault, allerdings wird das besser, wenn eben dieser Glory of the Pass-Effekt gerade drauf ist. Und Operation Siren gibt es natürlich auch wieder ein All-Out Assault, heißt man, wenn die Main Gun schießt. Da gibt es eben das Special Barrage. Und solange sie eben diesen Glory of the Past an hätte, gibt es immer noch die besseren Geschichte. Aber wenn sie gegen humanoide Siren Fleet und Bosse kämpft, wird der Schaden noch bis zu 5% erhöht. Effektiv ist das gleiche wie oben, nur die humanoiden Siren Bosse. Und natürlich die Bosse generell kriegen mehr Schaden davon. Interessant. Tatsächlich interessant. Wow, das sieht gerne mal schlecht aus. Ein bisschen mehr Action tatsächlich hier mit dieser Kette oder Anker, der hier rumgewedelt wird, hätte ich fast gesagt. Wieder ein Battleship eben von Northern Parliament ausgezeichnet. Wow, das ist beinahe übersichtlich. Der Skill wäre nämlich Oathbound Chains. Oder macht es auch Sinn, dass wir mit Ankern beworfen werden? Wenn der Kampf anfängt, wird erstmal von diesem Schiff die Feuerkraft bis zu 15% erhöht. Und wenn sie mit dem Hauptgeschütz eben Gegner treffen sollte, dann haben wir eine bis zu 70% Chance, dass die Geschwindigkeit von getroffenen Zielen reduziert wird, nämlich um bis zu 15% für die nächsten 8 Sekunden. Und zusätzlich gibt es noch einen Bonus, nämlich für die Gun-Gut-Class Battleships und Northern Parliament Vanguard-Ships, nämlich einen Schadensbonus von bis zu 12%. Gun-Gut. Ja, da müssen wir nochmal gucken, vielleicht gehen, wer überhaupt Gun-Gut sind. Aber ich meine, das sind wahrscheinlich alle von russischen Schiffen irgendwo. Ich meine, spätestens das Schiff, was genauso heißt. Der Zuskill wäre Protecting Links.
Solange sie am Leben ist, bekommen alle Northern Parliament Schiffe einen Bonus auf Ausweichen, nämlich bis zu 10%. Und der angerichtete Brandschaden wird auch reduziert um bis zu 15%. Und jedes Mal, wenn sie selber eben Schaden kriegen sollte, gibt es eine Special Barrage. Und für 10 Sekunden bekommen dann die Northern Parliament Schiffe 10% weniger Schaden. Der Schaden richtet sich nach der Skillstufe von der Barrage und wir haben allerdings zwischen diesem Schaden kriegen und rumfeuern einen 20 Sekunden Cooldown. Okay. Und das letzte Schiff des Tages wäre ein Zerstörer vom Northern Parliament. Ausgezeichnet. Übersichtliche Skills. Creative Burst wäre der erste. Alle 18 Sekunden haben wir eine 60% Chance, dass ein Special Barrage ausgelöst wird. Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Und wenn eben mit der Barrage Gegner getroffen werden, wird die Treffergenauigkeit reduziert für die nächsten 8 Sekunden um bis zu 15%. Und sie selber macht auf diese Ziele bis zu 10% mehr Schaden. Erzogsgewehre Undeniable Rip Roaring Spirit. Erhöht von diesem Schiff erstmal die Flugabwehr um bis zu 15%. Wenn ihr Hauptgeschütz 15 Mal geschossen hätte, tut es für 5 Sekunden lang ihre Geschwindigkeit reduzieren, nämlich um bis zu 3. Und wenn der Effekt erstmal zu Ende ist, bekommt sie bis zum Ende des Kampfes bis zu 10% weniger Schaden. Ansonsten noch ein All Out Assault. Mensch, ausgezeichnet. Und ihr seht tatsächlich, ich bin sehr spät diesmal im Video dran, nämlich für die nächsten 13 Stunden können wir uns noch ein paar Skins holen. Tatsächlich wäre dieses L2D, wir könnten es sogar ausleihen, was wir aber heute nicht tun werden. Dieses konnten wir uns auch ausleihen und da war noch ein anderes, was man uns ausleihen konnte, aber nicht dieses. Aber ja, Monarch kriegt noch einen Skin, ein paar von den russischen Schiffen kriegen natürlich alle mal noch einen Skin, was ja nicht unbedingt verkehrt ist. Und das wäre es eigentlich sogar schon gewesen, weil hier diese Skins, glaube ich, genau diese Skin ist natürlich noch von was anderem, nämlich dieser Cruise Mission Geschichte, ganz genau. Wisst ihr was, dann wären wir schon am Ende wieder heute angekommen. Danke fürs Beispiel Zuhören, das war Nummer 3 und so viel zum Thema erstmal wieder Azulain. Und ja, ich wollte jetzt nicht die nächste Zeit wieder versuchen, nach x Wochen erst ein Video zu machen. Aber das, was passiert ist, musste erstmal vorbei an mir gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber verbleiben wir erstmal so und ich sag nur eins, nämlich bis die Tage erstmal und ciao.